Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge of Life. Nachdem ja das Event gestartet ist, ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, Dungeons zu farmen. Aber zum Event werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Vor allem zur Droprate schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer unter der Lupe heute an. Und genau, muss ich noch ein paar Sachen korrigieren. Wobei, das sage ich lieber gleich, sonst vergesse ich es wieder. Und zwar habe ich ja gesagt, dass es das erste Mal ist, dass zwei solche Events zeitgleich sind. Das Problem ist nur, es waren sogar genau diese beiden Events schon mal zeitgleich, und zwar 2015. Und letztes Jahr waren es Oster und White Day Event zeitgleich. Also habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Aber ich wusste es ehrlich gesagt echt nicht mehr. Das war Fly Folge 280, also schon fast 700 Folgen her, also schon eine Weile her. 3 Jahre halt. Ich wusste es wirklich nicht mehr und ja, damals auf Clockbox noch gespielt. Da, ja, keine Ahnung, irgendwie gar nicht mehr dran erinnert. Also ich konnte mich echt gar nicht mehr dran erinnern, dass die schon mal zeitgleich waren. Ich wusste auf jeden Fall, dass es letztes Jahr nicht war. Im Jahr davor war gar kein Event und ja, genau. Aber vor 3 Jahren eben schon und genau. Deswegen, naja, egal. Jedenfalls, kleine Korrektur dazu. Tut mir sorry, aber dafür gibt es ja aufmerksame Zuschauer, die sowas merken. Aber an für sich ist eigentlich egal. Nice ist es trotzdem, dass die sind, aber stimmt schon. Also hatte nicht recht mit der Aussage. Genau. Ja, dann, was steht so aktuell an bei Azumiao? Weil so oft sieht man sie jetzt tatsächlich nicht mehr in Videos und Streams wie früher. Was mich ein bisschen ärgert ist, ich hätte schon vor einer halben Ewigkeit Treulevel 21 erreichen können, beziehungsweise ich wäre es schon seit Ewigkeiten, aber ich habe auf 19 kurz vor 20 abgebrochen beim ersten Mal. Also als ich das erste Mal Level 19 kurz vor 20 war, habe ich abgebrochen, weil ich mir dann noch den Casanova-Titel holen wollte, weil ich mir dachte, eigentlich ist schon Schwachsinn, sich den nicht zu holen. Und ja, ich weiß nicht, warum mir das so spät aufgefallen ist. Ich weiß noch, irgendwann bei Level 11 oder so habe ich mir schon so gedacht, jetzt, wenn ich es noch machen will, dann eigentlich jetzt. Und damals habe ich mich dagegen entschieden, dann bei 19 habe ich mir so gedacht, ey, komm an, den musst du dir noch holen. Und dann, ja, habe ich mir das gemacht und jetzt bin ich halt quasi schon fast bei 180 Tagen gleichzeitig eingeloggt, gefühlt zumindest. Und hab den Titel immer noch nicht. Aber ja, egal. Beziehungsweise Treulevel 21 gibt ja auch 5% Droprate, aber gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also gut, ich meine, ich farm zwar viel Solo mit Azumiao, da wäre die nicht schlecht, aber das macht fast kaum einen Unterschied. 5% ist echt wenig. Es ist nochmal nice obendrauf zum Clock of Honor Party Skills und so, also da ist ein netter kleiner Boost, aber als Downer benutze ich sie nirgendwo, deswegen bin ich nicht zwangsläufig darauf angewiesen. Aber ein kleiner, nicer Schub wäre es schon und naja, ich werde auch einfach den Titel haben. Und genau daran arbeite ich momentan. Dauert noch ein bisschen, wir sind jetzt fast bei der Hälfte, also noch so, weiß gar nicht, wie viel man fürs letzte Level braucht tatsächlich an Tagen. Müsste ich nachschauen, aber ich schätze mal, es ist so eine Woche oder so eingeloggt. Also mindestens noch 3-4 Tage auf jeden Fall gleichzeitig eingeloggt sein. Also theoretisch einfach ein Wochenende voll eingeloggt, dann hätte man es wahrscheinlich fast. Also wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte. Aber sowas in dem Dreh, dann wäre man wahrscheinlich nah dran am Ziel. Genau, oder vielleicht sogar mehr als eine Woche. Vielleicht sind es sogar 10 oder 11 Tage oder so, genau. Ja, auf jeden Fall eine ganze Weile muss man da eingeloggt sein für das letzte Level. So, was haben wir gedroppt? Ein Event-Item haben wir gedroppt. Tint haben wir gedroppt, ein Electric Card B. Und sonst nichts von Bedeutung, leider. Egal, weiter geht's mit Master Dramlok. Wir machen aber nur die beiden, also wir machen jetzt nur Dramlok, weil die anderen rentieren sich jetzt bei dem Event halt wirklich nicht so sehr mit Azumiao, weil ich ja, wie gesagt, ohne Downer die mache. Und, na gut, momentan die Waffen, die Low-Waffen gehen ziemlich gut weg. Also das ist auch immer interessant, wenn so ein Event war, wie das Valentinstags-Event. Das wollte ich eh noch sagen. Also ich weiß nicht, wie vielen von euch das aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe schon gesagt in ein paar Videos, denke ich mal zumindest, ich müsste es eigentlich gesagt haben, dass nur noch so extrem wenig Luzaka-Waffen und so im AH sind. Und das war auch wirklich krass. Also ich glaube, am Ende vom Valentine's Day-Event waren es wirklich nur noch irgendwie 40, 50 Waffen und die Hälfte der Waffen war einfach gar nicht mehr drin, weil es nicht mehr gefarmt wurde, Dramlok. Und jetzt ist es einfach wieder bei 180 Waffen oder so, nur von Luzaka. Natürlich Crystal und normal zusammen, aber trotzdem ist halt einfach das Vierfache von dem, was während dem Valentine's Day Event drin war, also schon ziemlich heftig. Und aber trotzdem sind die Preise jetzt wieder extrem, oder was heißt extrem, aber ziemlich gestiegen. Also die waren jetzt ja auch mal wieder ziemlich tief und momentan gehen die eigentlich wieder ziemlich gut weg, die Low-Waffen für ziemlich hohe Preise. Muss man jetzt aber sagen, jetzt macht es sogar Sinn und ich habe Blessed Step verloren, Alter, tötet mich! Nein, tötet mich bitte nicht, aber goddammit, Alter, ich hasse es. Vor allem genau jetzt gerade eben ist irgendwas abgelaufen, das heißt, jetzt würde sogar alles drei, ach, come on, egal. Achso, das war vorher wahrscheinlich noch Dagedo, oder? Ach, keine Ahnung, egal, ist nicht so schlimm, trotzdem nervig.
Naja, jedenfalls sind die wieder ein bisschen gestiegen, aber jetzt macht es halt Sinn, weil sonst steigen einfach so manchmal die Waffenpreise, wenn einfach alle verkauft wurden, dann denkt sich einer, oh, ich stelle meine Sachen jetzt einfach für 700 Mio rein, dann jeder andere passt sich dem an und dann sind einfach deswegen die Preise gestiegen. Das ist ja auch oft der Fall, aber diesmal ist es halt sogar sinnvoll, weil während dem Valentine's Day Event hat fast niemand Tramlok richtig gefarmt oder nicht so intensiv wie sonst und deswegen sind dann einfach die Waffen nicht mehr so oft gedroppt worden und dadurch sind dann jetzt die Preise gestiegen. Also das macht jetzt sogar Sinn. Und das Event ging ja auch 3 Wochen. Also man hat es ja auch richtig gemerkt, jeden Tag waren weniger Waffen drin. Manche wurden rausgekauft und es wurde kaum was nachgefüllt. Also da hat es wenigstens mal Sinn ergeben. Das gefällt mir, wenn was Sinn ergibt. In Flife zumindest. Und ja, aber das hat sich jetzt wie gesagt beruhigt. Da setzen wir tonnenweise Waffen drin. Die Preise sind natürlich jetzt noch etwas höher, aber das wird sich, denke ich mal, auch in den nächsten paar Wochen wieder anpassen. Weil es jetzt bei dem Event tatsächlich sein könnte, dass es wieder trotzdem runtergeht. Also momentan ist wie gesagt gut gefüllt, aber könnte jetzt auch sein, dass in 2 Wochen dann wieder nur noch so 50, 60 Items drin sind, weil es einfach so krass sinkt. Das heißt, momentan wäre es eigentlich ganz sinnvoll, die Dungeons sogar effektiv zu farmen. Vor allem, wenn man dann noch sowas wie 5% Dropraten-Erhöhung hätte durch Treue Level 21. Aber wie gesagt, das schaffe ich jetzt eh nicht so schnell. Also ich müsste meinen PC jetzt einfach so 6 Tage, 5, 6 Tage laufen lassen. Also ja, ich glaube, es sind 11 oder 12 Tage für Sätze Level, nicht 7. Mindestens, glaube ich. Ja, 11 Tage irgendwas oder so. Jedenfalls, ja, müsst ihr in meinem PC einfach mal eine Woche lang laufen lassen dafür. Und das ist es mir dann doch nicht ganz wert. Also ich meine, könnte ich theoretisch schon machen, aber das ist Schwachsinn. Ich bin da den ganzen Tag auf der Arbeit und so kann ich den ganzen Tag PC laufen lassen. Genau. Aber ja, das steht so momentan auf dem Plan. Das ist eigentlich so das Main Goal, was ich momentan so auf Azumi auch verfolge. Sonst bin ich halt fast nur noch auf anderen Chars unterwegs. Also ich meine, ich farm natürlich noch mit ihr ganz normal Aminos und was es sonst noch alles gibt. Ah, ganz normal natürlich. Und jetzt eben hier, Tramlok mache ich jetzt tatsächlich auch, weil die Waffen eben momentan wieder so viel wert sind. Da lohnt sich das jetzt schon mit Downer. Und ich habe auch nur einen Tramlok-Downer und deswegen mache ich auch nur das. Aber sonst verfolge ich mit der eigentlich momentan wenig tatsächliche Ziele, sondern dadurch, dass einfach die ganze Zeit Events sind, farme ich die. Und das sehen wir eh gleich beim Casanova. Den seht ihr dann letztendlich auch mal wieder. Das ist schon eine Weile her, glaube ich, dass der in einem Video war. So, aber erstmal eine Luzaka Crystal Eggs holen wir uns ab, habe ich gehört. Come on, Olozip, du bist es doch auch. Ich fuhr jetzt mal diesen einen Fruit Punch, der geht mir auf die Nüsse. Nicht töten, bitte. Please. So. Link Attack nachschmeißen. So. Genau, die habe ich vorhin gedroppt, Patient Necklace of Soul. Da habe ich mich schon richtig gefreut. Ich habe Schmuck gedroppt im Master Traum. Da war es einfach eine Patient Necklace of Soul und eine Luzakas Big Axe. Mehr habe ich heute noch nicht gedroppt in 2 Runs und. Oh, da liegt einiges, aber fast nur Scheiße. Oh! Oh, Warpon Boots! Oh, alles ungestattet. Ah, droppt man 2 Warpon-Teile und dann alles ungestattet, ey. Ich glaube, ich spinne. Na gut, dann war es das mit der Dungeon Action auch schon wieder. Passt. So, dann switchen wir auf Casanova. Muss ich dem noch Palidit geben? Die Skills sind eh ausgelaufen. So. Und dann muss ich mich auch noch buffen, genau. So, Pet ist wahrscheinlich gestorben, weil ich es nicht eingepackt habe. Kappa? Nein, ist natürlich nicht. So. Genau, momentan farme ich mit dem aber nicht so effektiv, was jetzt die Monster-Kill-Time und sowas angeht. Da habe ich ihn wieder eingepackt, weil ich Alt 2 gedrückt habe statt 2. Ach, und Sound muss ich auch changen. So. Genau, ist der richtige, passt. Und zwar, weil ich bei Mobs farme, die 9 Level über mir sind. Ich meine, sie gehen trotzdem schnell. Jetzt könnte ich theoretisch auch Link Attack machen, aber ich brauche noch Partypunkte, deswegen mache ich das jetzt nur einmal zum Testen. Da müssten die ja fast One-Hit sein. Ja, genau. Ja, fast. 41.000 oder so haben die. Oh, zwei. Oh, da war ein One-Hit. 42.500 knapp. Okay, interessant. Naja. Genau, also sie gehen schon relativ schnell, also das passt schon für 9 Level höhere Mobs absolut akzeptabel, aber ich will den halt noch ein bisschen im Level hochziehen, bis ich mir Mobs suche, wo ich halt quasi erstmal nicht mehr wirklich level, weil das Ding ist halt, ich will ihn ja eigentlich leveln, aber jetzt während dem Event will ich natürlich nicht Hero oder sonst was machen oder 135, das soll ja ein Devos-Downer werden, also jetzt während dem Event sowieso egal, weil während dem Event werde ich keinen Devos farmen. Was ja auch Schwachsinn wäre, weil der sau lang dauert und die Waffen sind jetzt nicht wirklich so viel wert oder Drüherzerteile sind jetzt auch nicht so krass viel wert, dass sich mehr lohnen würde als das Event, auch wenn das Event nicht wirklich gut droppt. Stimmt, das wollte ich noch schnell machen, mir die Items aufschreiben, die ich habe. Also von dem Event
226, 26, 51, damit ich mir das nicht merken muss. Dann schauen wir nämlich jetzt einfach mal, ich würde sagen, wir machen jetzt 10 Minuten, also bis wir bei 20 Minuten sind in der Aufnahme und schauen jetzt einfach mal, wie wir das Event jetzt um die Uhrzeit droppen, weil ich bin der Meinung, dass das Event uhrzeitunabhängig ist, im Sinne von, egal wie viele Leute gerade farmen, es droppt einfach immer scheiße, weil das Event richtig schlecht droppt. Das Event droppt richtig schlecht, das White Day Event. Das St. Patrick's Day Event droppt, sage ich mal, ziemlich gut. 135 Stück habe ich jetzt. Ich habe gestern fast gar nicht gefarmt. Da hatte ich ungefähr, lasst mich lügen, so circa 90, knappe 90. Ja, jetzt habe ich 135 und ich habe jetzt heute maximal eine halbe Stunde erst gefarmt. Also die Freeleaf Clovers droppen echt gut. Oder nein, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mindestens wahrscheinlich, ja. Doch, weil ich habe vor der Aufnahme auch nochmal kurz was gemacht. Genau, weil ich mir nochmal angucken wollte, ob die Droprate immer noch genauso beschissen ist. Aber ja, ist sie. Kann natürlich sein, dass es auch an den August liegt, weil bei manchen Events wurden die auch komplett rausgenommen von der Droprate. Schon, sie droppen aber Event-Items und ich bin jetzt eh nicht mehr lang bei denen. Also ich werde jetzt dann auch wieder, kann ich eigentlich gleich machen. Ja doch, kann ich gleich machen, genau. Eine ESM noch reinschmeißen, dann das Lord-Event. Cheeren kann ich mich, glaube ich, auch. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, wie viel XP ich jetzt bekomme. Bestimmt 0,15, 0,14. Ja, also, ja, passt. Also, levelt extrem schnell und ich denke mal so irgendwo bei Prince oder so werde ich mich dann einpendeln, dass ich da dann aufhöre zu leveln, also beziehungsweise dann einfach bei Prince bleibe, auch wenn ich selber dann 97 bin. Oder wenn sie dann zu schnell gehen, dann erst zu Kings gehe. Aber mich dann erst einpendeln, weil ich will den halt eigentlich schon leveln und ja, das Event, wie gesagt, werde ich jetzt schon ziemlich hart farmen, denke ich. Also so wirklich, so viel ich es halt kann mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Und genau, das will ich aber erst machen halt, wenn der schon mal, ich sag mal, mindestens Level 90 ist. Einfach damit ich dann später nicht mehr so viel Arbeit habe. Ich meine, bis 90 geht eh schnell, aber trotzdem, ich will die ESMs und die, die XRMs und die QMs, die ich bei dem habe, nicht sinnlos verschwenden, indem ich erstmal auf Hero leveln muss, sondern will den möglichst schon ziemlich weit oben haben, dass ich dann gechillt mit zweimal Ems innerhalb von bei beiden Ems gerade mal so 8 Stunden leveln muss und dann trotzdem 132 oder so schaffe, damit er halt als Downer fähig ist, weil da muss man nicht so viel Zeit investieren und die Ems waren eh gratis und wenn er dann als Downer fungiert, muss der sowieso nicht weiter leveln und dann passt das schon. Kann man sich auch nicht ärgern, dass man die Ems nicht genutzt hat, weil er soll ja eh nicht höher sein. Genau. Ja, und wieso meine ich, dass die Droprate, dass die Items von der Zeit unabhängig sind, also von der Zahl der Spieler, die das Event gerade farmen, unabhängig ist, anders als beim Valentine's Day Event, ist einfach die Tatsache, also ich meine, vielleicht ist es tatsächlich davon abhängig, ja, aber egal zu welcher Uhrzeit man farmt, ist es richtig beschissen, weil ich habe sichere Quellen, die zur Mittagszeit gefarmt haben und da hat man in einer halben Stunde von den meisten Event-Items so zwischen 5 und 10, von manchen, wenn man mal Glück hatte, 15 bis 20 gedroppt, also vom White Day Event. Aber 15 bis 20 in einer halben Stunde ist jetzt nicht wirklich krass und das waren halt auch schon Ausnahmen. Also meistens waren wirklich 5, 6, 7, 8, 9, maximal 10 Items und 15, 16, 17, 18, sowas in dem Dreh. Darüber musste man sich dann in der Tat freuen, weil es nur so eh so selten passiert ist, dass man so viel gedroppt hat und das auch mit einer hohen Killtime. Also ich sag mal in einer halben Stunde dann bestimmt 500, 600 Viecher und das ist dann halt echt nicht so gut. Ich meine, natürlich, man muss bedenken, das will ich euch auch echt nochmal sagen, das habe ich, meine ich, gestern eigentlich auch schon gesagt, aber man muss halt bedenken, man farmt hier quasi CS-Items, die man sonst nur für echt Geld kaufen kann, richtig durch das Event, weil durch die Box, wenn man mit sich mit einem männlichen Char dann die, wenn man mit einem männlichen Char die Event-Items abgibt, man kriegt 5 A-Products und 5 S-Products, die, wenn man sie einfach so kauft, ich glaube, die kosten, also es gibt ja nur 5er Bundles, einzeln kann man die ja gar nicht kaufen, im Cash-Shop meine ich, irgendwie 350, 400, 500 W-Coin, irgendwas in dem Dreh. Also ich sag mal mindestens 3 Euro für echt Geld. Und du kriegst ja beide 5 Mal. Also du kriegst einfach so 6 Euro dann quasi. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass die Droprate nicht so hoch ist. Und ich habe mir auch tatsächlich Videos von mir selber, was echt actually richtig funny ist, aber warum nicht, von den letzten Events angeschaut. Und in den Videos konnte man sehen, die haben immer so schlecht gedroppt, die Events. Manchmal vielleicht ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber in der Regel eigentlich immer ziemlich schlecht. Ich habe jetzt auch extra Dropskills deswegen an, damit man sieht, dass es auch kaum bzw. keinen Unterschied macht. Wobei das nie einen Unterschied macht. Oh, jetzt haben wir 2 Items beim Mob gedroppt. Oh, das liegt nur an den Dropskills, Kappa. Na, pures Glück halt. Aber in den Videos hat man gesehen, dass das immer schon so schlecht gedroppt hat und dass das einfach bei dem Event normal ist, weil es halt eben so ein Event ist, du droppst schon wieder sogar genau die gleichen Items. What the fuck? Ich glaube, das hatte ich... Muss man mal drauf achten, okay. Lol. Das hatte ich, glaube ich, fast gar nicht bisher bei dem Event. Ich meine, so genau habe ich jetzt meistens nicht drauf geachtet, weil ich nebenbei noch was anderes gemacht habe. Irgendwie was im Browser oder Thumbnail oder sonst irgendwas.
Aber das ist auf jeden Fall nicht oft passiert, weil irgendwo fällt es einem ja dann trotzdem auf. Außerdem hatte ich, ach ja, das muss ich auch noch sagen. Wundert euch nicht, warum ich hier 2600, 1000 und sonst was habe und 34 Bouquets. Das ist natürlich alles von vorigen Events. Also vom letztjährigen habe ich noch ziemlich viel übrig gehabt. Und nur deswegen habe ich so viel Event-Einsatz. Das habe ich jetzt nicht alles in 2 Tagen gefarmt. Also, um Gottes Willen, nein. Da müsste ich meine Bots heute den ganzen Tag laufen. Was? Genau. Sind auf jeden Fall vom letzten Jahr übrig. Und deswegen habe ich die halt noch immer. Ich habe es mir jetzt schon ins Inventar gezogen, dass ich halt die nicht vergessen kann, dass die einfach alle auf einem Fleck sind und dass ich einfach weiß, wie viel ich jetzt insgesamt habe. Weil warum nicht die stacken hier auf 9999 hoch? Und bei der Drop-Rate bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das sowieso nicht erreichen werde. 9999, also ich bin froh, wenn ich irgendwie 4.000, 5.000 von allen am Ende des Events hätte. Aber ich befürchte, dass selbst das ziemlich schwierig werden dürfte. Mein Hauptaugenmerk liegt einfach, ich hoffe drauf, dass man möglichst viele Love die Giftboxen sich farmen kann, weil die droppen jetzt nicht so scheiße, finde ich. Die White Day Bouquet und Chocolate. Dass man sich möglichst viele davon holen kann und dann einfach da ein bisschen reinlackt, was die Upgrade-Boxen angeht. Und naja, dann halt von den anderen Event-Items einfach schaut, dass man halt möglichst viele bekommt und dann halt sicher noch die umtauschen kann gegen auch A-Products und S-Products. Aber wie gesagt, die Drop-Rate, dass sie so niedrig ist, ich meine, ich kann es echt verstehen, weil das halt wirklich CS-Items sind, die man für echt Geld eigentlich nur kaufen kann, beziehungsweise nur bei wenigen Events wirklich einfach zu bekommen sind. Das Secret Drop Event ist so gesehen eigentlich das einfachste, weil sie da ungebunden sind und in 30er Stacks kommen. Wobei es einfach natürlich nicht, das ist ziemlich schwierig, weil so viele Leute geil drauf sind und da extrem viele Leute gar nicht mehr schlafen gehen oder sich wirklich kranke Rhythmen angewöhnen, nur um das Event zu farmen. Und genau, da ist das schon ziemlich schwierig, aber man wird auch hart belohnt und hier ist es halt wirklich pure Blutarbeit, sage ich mal. Aber es lohnt sich halt, wenn man es wirklich extrem farmt, weil man halt einfach so viele CS-Items bekommt und das halt quasi gratis. Und das ist halt schon geil, finde ich jetzt. Vor allem, man kann die man von den Vierfach-Items, also von den Items umtauscht, kann man ja sogar verkaufen. Die Boxen sind garantiert ungebunden, wenn es so ist wie in den vorigen Events. Und ja, das ist halt echt nice. Also kann man nicht anders sagen. Genau. Ja. Jetzt sind wir 17 Minuten, okay, noch 2 Minuten 50 sind wir jetzt. XP geht, oh, könnten wir vielleicht sogar noch das Level Up eigentlich machen. Ja, das wird sich wahrscheinlich sogar eh, naja gut, in 2 Minuten 50 werde ich es nicht ganz schaffen, weil ich schau mal, wie viel XP wir dann haben. Vielleicht machen wir noch schnell das Level Up, das dauert jetzt eh nicht so lang. Und genau, dann schaue ich am Ende des, schaue ich jetzt gleich nach 10 Minuten, wie viel wir so zusammenbekommen haben. Also natürlich Clock of Honor hatte ich jetzt nicht an, aber wie gesagt, Clock of Honor macht nichts, Party-Skills machen auch nichts, aber es kann halt wirklich sein, dass bei dem Event das mit der Uhrzeit nicht so eine große Rolle spielt. Also es kann sein, dass es eine Rolle spielt, aber keine besonders große, kann ich mir schon vorstellen, weil wenn man um die Mittagszeit unter der Woche, also wirklich, da rede ich von 11 Uhr, also Vormittagszeit eigentlich sogar noch, so schlecht droppt, also entweder laufen dann 80 Bots rum oder so, oder es ist halt wirklich so, dass das Event einfach sehr wenig droppt, oder sogar von der Anzahl der Spieler, die es gleichzeitig farmen, komplett unabhängig ist, könnte ich mir auch vorstellen, weil halt eh die Droprate schon so low ist, dann braucht man das gar nicht mit irgendwie noch was regulieren, was sowieso der größte Schwachsinn ist aller Zeiten. Man sagt, hey, spielen so viele Leute unser Spiel. Machen wir alle Drops niedriger, damit die Leute weniger spielen. Nice Logik. Aber jo. Jedenfalls kann man sagen, dass das halt momentan, also bisher, ich meine, es sind jetzt erst 2 Tage gewesen, eventuell ändert sich noch was an der Droprate nach der nächsten Serverwartung, das weiß man jetzt alles noch nicht. Aber bisher kann man sagen, dass das halt einfach nur extrem wenig droppt im Vergleich zum Valentine's Day Event. Und man sich halt, vielleicht kommt es einem auch deswegen so ultra krass wenig vor. Ich meine, es ist krass wenig, schon klar, aber vielleicht kommt es einem noch doppelt so wenig vor. Doppelt so wenig vor allem, aber ja, ist halt wirklich so. Klingt komisch, aber es kommt einem wahrscheinlich echt so vor, weil das Valentine's Day Event zu der richtigen Uhrzeit schon richtig krass gedroppt hat und da die Items halt trotzdem so viel wert waren, weil die Ringe halt einfach so viel wert sind oder waren oder immer noch sind. Ja, hat schon gepasst. Und deswegen kommt es einem jetzt wahrscheinlich nochmal doppelt so krass vor. Ja, aber dafür hat man halt 2 Events gleichzeitig. Man farmt ja gleichzeitig auch noch das St. Patrick's Day Event und ich finde, es geht eigentlich. Also ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag farmen, aber ich kann es leider nicht, weil ich arbeiten muss und ja, erstmal eine Woche krank schreiben oder was? Habe ich nicht gesagt. Ja, jedenfalls so viel zum Event. Jetzt haben wir noch eine halbe Minute. Passt.
Und wir sind bei 88,35. Naja, Level Up wird sie jetzt schon auf 5-6 Minuten hinziehen. Ja, ich will jetzt das Video nicht ultra in die Länge ziehen, dann macht man das Level Up leider nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, mit den ganzen Sachen, die ich angemacht habe, aber gut, ich hatte auch erst, ja, ich meine, ich habe bei 60% erst Chi und Zwang gemacht. Das waren jetzt fast 30% in 10 Minuten, das geht voll klar. Also der Level so schnell, das ist richtig krass. Vor allem, man muss bedenken, mein Leech ist einfach Level 79. Also mein Leech in Anführungszeichen ist einfach höher als ich. Aber das ist Absicht, weil die haben ein Couple-Ding, sind fast treu Level 6. Also der kriegt dann auch noch einen kleinen Angriffsboost. Und ist auch momentan der einzige M, den ich eigentlich benutzen kann mit dem. Weil ich meine M's ja trotzdem irgendwie mal alle leveln will. Also irgendwann will ich vielleicht trotzdem mal einen zweiten Seraphen oder sowas haben. Deswegen sollen die schon mal leveln. Und deswegen wollte ich keinen benutzen, der nicht leveln kann. Und da ich Casanova leveln will, konnte ich auch keinen benutzen wie Dela oder einen anderen M, der höher ist als Casanova, weil der ja leveln soll. Und gleichzeitig will ich aber auch nicht 3, 4 Astrattack jetzt wieder gleichzeitig anmachen. Das ist halt das Problem. Historic Big Sword. So, die 10 Minuten sind jetzt um. Schon ein kleines bisschen überzogen tatsächlich. Aber wir haben jetzt in der letzten Zeit auch nicht mehr so viele Mobs gekillt. Traden wir mal kurz rüber. Bei dem Event droppt man wieder so viele Event-Items, dass das ganze Inventar nur von Event-Items voll ist. Das ist auch belastend. So, wir haben jetzt 3 Tints gedroppt, 3 Magical Skin, 4 Soft Pedals und 7. Ah nein, Schwachsinn. Und 3 Piece of Plastic. Also 3, 3, 4, 3. Ja. Also insgesamt gerade mal 13 Event-Items und ich glaube eine Chocolate haben wir gedroppt. Die habe ich mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber ich glaube ja eine Chocolate haben wir gedroppt. In 10 Minuten. Also quasi 13 Event-Items von White Day Event. Freedom Club habe ich mir jetzt nicht angeschaut, ist aber nicht so wichtig. Ich glaube es waren so 12 oder so, 131, 132, sowas. 10, 12, sowas in der Richtung. Also ja, nicht so wirklich heftig. Wie gesagt, das ist jetzt die Uhrzeit, 19:46 ist jetzt gerade, also ganz normale Farmzeit für die meisten von für die meisten Spieler, also wahrscheinlich farm gerade der halbe Server, der online ist, plus Bots natürlich eingerechnet, deswegen, wie gesagt, das heißt halt eine schlechte Farmzeit, um das zu überprüfen, aber trotzdem, das waren ja auch nur 10 Minuten, wie gesagt, eine halbe Stunde am Vormittag gibt einem gerade mal auch nur 5 bis 10, wenn man Glück hat, mal 15 bis 20 Items von einem, also insgesamt maximal 40-50. Und das ist halt auch schon extrem schlecht. Eine halbe Stunde vormittags mit einer schnellen Killrate und dann gerade mal 15 bis 20 Items maximal, allerhöchstes Maximum von einem Event-Item ist halt nicht gut. Weil, ja, das ist echt nicht gut, wenn man es mit anderen Events vergleicht. Naja. Genau. Oder machen wir doch noch das Level Up? Ja, komm, wir machen es doch noch. Es geht jetzt, glaube ich, trotzdem ziemlich schnell. Genau. Petank natürlich wie immer fest, passt. Naja. Ja, also mein Eventziel ist, sage ich mal, es wäre schön, wenn ich mindestens, ich glaube, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich sogar schon gesagt, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Also ich sag mal, 500 A-Products und S-Products, also 100 Boxen, wären nice, wenn ich bekommen würde. Ob ich es schaffen werde, kommt darauf an, wie viel ich dann tatsächlich farmen werde. Vor allem am Wochenende wird es halt schwierig. Also deswegen habe ich auch so Bedenken, weil sonst wäre es wahrscheinlich kein Problem. Also sonst wäre es wahrscheinlich kein Problem, am Wochenende richtig hat durchsuchtet, wirklich Samstag, sage ich mal, allen Scheiß, den man erledigen muss, am Wochenende erledigt und dann, sage ich mal, 17 Uhr online geht und dann wirklich bis 3 Uhr nachts durchzockt, also so 12 Stunden oder so. Na gut, okay, 12 Stunden sind es nicht, aber naja, gut, doch schon so 10. Weil da wirklich durchfarmt und dann unter der Woche auch noch jeden Tag 2-3 Stunden reinballert, dann müsste das eigentlich klar gehen. Trotzdem hätte ich selbst dann Bedenken, weil die Droprate halt echt so belastend ist. Aber das muss man beobachten, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie es anpassen werden, weil es schon echt extrem wenig ist. Aber dadurch, dass es eben so gute Items zu erspielen gibt, macht es halt auch Sinn. Und deswegen kann ich es auch irgendwo verstehen, dass die Droprate so niedrig ist. Vor allem eben auch wegen den ganzen Bots, die rumlaufen. Was halt irgendwo auch wieder Schwachsinn ist, dass man die ehrlichen Spieler bestraft. Dadurch, dass so viele Bots rumlaufen, machen wir die Droprate niedriger, damit die nicht so viel profitieren. Schön, aber jeder, der ehrlich farmt, hat genauso die schlechtere Droprate. Also danke für gar nichts. Aber wie gesagt, weiß man. Ich muss mal bis Dienstag warten. Und das Thema mit den Exit Closes, stimmt, das ist jetzt ganz vergessen. Das ist auch noch, das ist bei vielen Leuten so. Auf Channel 1 vor allem hat man sehr viele Exit Closes. Man kann nichts dagegen tun, da hat auch keiner Schuld dran. Das ist vom Spiel leider seit dem Update, also seit den Event-Starts. Und wird auch hoffentlich bei der nächsten Serverwartung behoben. Können wir morgen noch mal ein bisschen drüber reden vielleicht.
Ich will das Video, wie gesagt, jetzt noch nicht noch krass viel länger machen. Wir machen jetzt noch das Level ab und dann passt das. Aber wer sich da vielleicht schon gefragt hat, was da los ist, spielt nicht auf Channel 1, dann hilft es ein bisschen, weil das auf anderen Channels eigentlich gar nicht passiert. Und genau, ansonsten halt vielleicht einfach mal keinen Shop machen, muss man mit leben. Oder man macht halt einen Shop und der hat halt alle paar Stunden oder alle paar Minuten Execlose, aber einfach von Channel 1 fernhalten, dann müsste das eigentlich passen. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.